Freiheit für Julian Assange. Julian Assange ist ein investigativer Journalist. Er ist ein Verleger, der Kriegsverbrechen an die Öffentlichkeit gebracht hat. Er hat es, die Beweise für Kriegsverbrechen veröffentlicht. Und Julian Assange ist aus genau diesem Grund seit jetzt über 10 Jahren nicht mehr in Freiheit. Es gibt keinen anderen Grund. Es ist die Veröffentlichung der Wahrheit über Kriegsverbrechen. Unter anderem Kriegsverbrechen der USA. Deswegen stehen wir hier seit jetzt bald 2 Jahren jeden Monat vor der Botschaft der USA hier in Berlin, weil wir sagen, dieser Angriff auf Julian Assange, dieser Angriff auf die Pressefreiheit, der gilt uns. Der gilt nicht nur Julian Assange und nicht nur einer kleinen Gruppe von Journalisten bei WikiLeaks, sondern er gilt uns allen. Es ist der große Unterschied, ob wir weiterhin informierte Bürger sein können. Staatsbürger, die entscheiden, die sich auf Grundlage von Informationen ein eigenes Bild bilden können und die richtigen Entscheidungen treffen, sei es bei Wahlen oder sei es beim Engagement für was auch immer. Und wenn wir nicht mehr wahre Informationen bekommen, dann sind wir zurück im Feudalismus. Dann sind wir nämlich nur noch Untertanen. Und wer kein Untertan werden will, sondern wer weiterhin ein mündiger Bürger sein will, der Einfluss nimmt, der die Demokratie nutzt, um unsere Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Das alles hängt daran, ob dieser Fall die USA gegen die Pressefreiheit, die USA gegen Julian Assange, die USA gegen die Freiheit, wie dieses Kapitel ausgehen wird. Und deswegen sind wir hier. Nicht nur wegen einem extrem mutigen und sauber arbeitenden Journalisten, der seit jetzt über 10 Jahren nicht mehr in Freiheit ist, sondern dafür, dass wir, dass unsere Gesellschaft, dass unsere Kinder und Enkel eine gute Zukunft vor sich haben und nicht Lüge, Ungleichheit und Krieg. Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben, heute erneut, viele von Ihnen ja nicht zum ersten Mal, den Weg hierher zu finden und sich für die Freiheit von Julian Assange einzusetzen. Thilo hat gerade erzählt, dass dieser aufrechte Journalist, ein Mann, dessen einziges Verbrechen ist, dass er die Kriegsverbrechen der USA an die Öffentlichkeit gebracht hat. Das ist, wie man merkt, offensichtlich im Westen ein Verbrechen. Dass dieser Mann nun seit mehr oder weniger 10 Jahren im Gefängnis ist. Das ist unglaublich. Ich habe mir heute mal die Bilder seiner Kinder und seiner Frau angeschaut. Und ich muss sagen, dass, wenn man sich das vorstellt, da sitzt einer im Gefängnis, die Kinder werden größer,
Die Frau muss alleine fertig werden mit dieser schwierigen Lage. Dann kommt in mir irgendwas hoch. Das ist eine Mischung zwischen Trauer und natürlich auch Wut. Das ist auch Wut. Wie kann man den Kindern den Vater immer noch wegnehmen? Wie kann man dieser Frau das antun? Wie kann man diesem aufrechten, ehrlichen, ordentlichen Journalisten das antun, was wir hier erleben? Sehen Sie, wenn Julian Assange ein russischer Nationalist wäre und Nawalny hieße, dann würden sich die deutschen Medien rühren, um ihn kümmern. Ich habe jüngst mal wieder gelesen, ich glaube, war die Tagesschau, die sich besorgt nach der Gesundheit von Nawalny erkundigt hat. Es ist ja auch möglich, ich weiß ja nicht, wie Nawalny geht, aber es ist ja interessant. Aber sich nach der Gesundheit dieses Mann, der nun seit, was haben wir noch, 10 Jahren im Gefängnis ist, in einem unterschiedlich kräftigen, unterschiedlich harten Gefängnis, zuletzt eben in diesem Militärgefängnis, in diesem Art Foltergefängnis, wenn man den dort verkommen lässt als Journalistenkollege und hier und da mal, ich glaube ein oder zweimal im Jahr, wenn es ganz hoch kommt, kümmern sich die deutschen Medien um diesen Fall, um diesen Mann, dann ist es einfach hundsgemein. Und das ist auch zutiefst blöd, weil es richtet sich gegen sie. Was Julian Assange vertritt, ist Pressefreiheit. Was Julian Assange vertritt, ist aufrechter, klarer Journalismus, der Verbrechen benennt und veröffentlicht. Was diese Medien, die gern und immer wieder russische, wirklich weit im Osten lebende Oppositionelle erkennen und über die auch rührende Storys schreiben, was die nicht sehen können und wollen, es trifft sie selbst. Es trifft die Pressefreiheit in unserem Land, wenn sie nicht bereit sind, über diesen Fall häufig und immer wieder zu berichten. Und warum machen sie das nicht? Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kollegen, das ist sowas von unangenehm, eklig, eindeutig. Es ist ein NATO-Partner, der dafür gesorgt hat, dass Julian Assange in den Knast kommt. Es ist ein NATO-Partner, in dem Julian Assange im Knast sitzt. Es ist ein NATO-Partner, der die Pressefreiheit, die internationale Pressefreiheit, mit schweren, klobigen, dreckigen Stiefeln tritt. Diese Rücksicht auf einen NATO-Partner hat Gründe, die ganz gewiss nicht in der Gerechtigkeit liegen. Hat Gründe, die ganz sicher nicht in der Pressefreiheit liegen. Diese Rücksichtnahme ist eine Rücksichtnahme, die sich auch gegen uns richtet. NATO-Partner dürfen Verbrechen aller Art begehen. Macht die USA an der Nase lang. Mal wieder ein netter kleiner Krieg, mal wieder ein paar Drohnen dorthin, ein paar Bomben hierhin. Das alles ist denkbar, das alles ist möglich und wird im Zweifelsfall sogar beklatscht. Und wenn ein Mann wie Julian, der Mann, der jetzt 10 Jahre in Haft ist, ein Mann, dessen einziges Verbrechen darin besteht, die Verbrechen der USA in die Öffentlichkeit getragen zu haben. Wenn dieser Mann nun da sitzt und wenn Sie ihn verrotten lassen, dann ist es, sage ich mal auch ganz klar an die Kollegen in der Journalie gerichtet, dann sind Sie in Komplizenschaft mit genau diesen Verbrechern, die Julian Assange im Gefängnis halten. Ich bin froh, dass ihr hier seid, dass Sie hier sind. Ich weiß, dass ihr das schon lange macht. Und jeder einzelne von euch ist ein Garant dafür, dass es in diesem Land noch ehrliche, wache, ordentliche Leute gibt, die wissen, was Recht und Unrecht ist. Dass es noch Leute gibt, weiß nicht wie viele, aber es gibt mehr, als wir jetzt hier sind, ganz sicher. Dass es immer noch Leute gibt, die bereit sind, für die Freiheit einzustehen. Für eine Freiheit, die uns alle betrifft. Es ist die Medien-, die Pressefreiheit. Es ist die Freiheit von Unterdrückung, von Folter. Es ist die Freiheit, Kriegsverbrecher nennen zu müssen, zu dürfen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich weiß, dass ihr auch nicht zum letzten Mal hier sein werdet. Wir alle. Ihr, ich, wir alle. Wir machen weiter. Wir sagen Freiheit für Julian Assange. Free! Free! Free Assange! Free!